Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wo steht denn eigentlich Stindl als ZOM? Ich glaube, er hat bisher ganz gute Spiele gemacht. Und zwar waren wir bei 24 Spielen. Ich glaube, es ist noch keins abgebrochen. Also hat er jetzt in 6 Spielen 2 Tore gemacht und 3 Vorlagen. Also 5 Scorerpunkte in 6 Spielen. Das ist natürlich gut. Also wenn er so bleiben würde, wäre es sehr gut. So 0,9 ungefähr in, also aller in 5 von 6 Spielen immer ein Tor, das wäre halt schon krass. Ja, wir spielen mal weiter. Mali hat lange kein krasses Tor mehr geschossen, muss man sagen. Also er hat halt schon sehr viele krasse Tore geschossen. Er hat auch schon das eine oder andere, die eine oder andere Chance liegen lassen. Also hat auch Benteke, jeder lässt Chancen liegen. Der Einzige, der halt am Anfang echt so gut wie keine Chance liegen lassen hat, das war Lacazette, aber es war, glaube ich, einfach auch viel, viel Glück, weil er hat es dann später auch wieder gemacht. Und solange halt keine, ich glaube, er hat noch keine richtige hundertprozentige verschossen. Also so sehr gute Halbchancen, also die schon besser als Halbchancen mal, aber noch keine hundertprozentigen waren. Die hat er auch schon versemmelt. Okay, da wieder haben wir nicht Bailly als Innenverteidiger. Das ist eher ein sehr durchschnittliches, fast schon schwaches Team, das er da spielt aus der Premier League. Aber deswegen gehe ich davon aus, dass der Gegner sehr gut spielt. Also müssen wir uns extrem konzentrieren. Ruhig spielen, abwarten spielen, gut zuspielen, am besten halt die Chancen auch gut nutzen. Ah, da waren wir schon dran, das hat nicht gereicht, hier auch nicht. Was wir gerade rumeiert und trotzdem immer im Ballbesitz bleibt, aber jetzt sind wir vielleicht mal dran, danke. Schade. Waren wir schon wieder dran und es hat nichts gebracht. Naja, taktisches. Müsste gelb geben. Ja. Wer ist denn der Riese hier? Fehlersommer. Er darf halt nicht rauskommen, wenn er den Ball nicht hat. Krasses Tor. Egal. Haben auch genügend Zeit. Komm. Ja, ich glaube, Sommer hebt noch die Hände vors Gesicht zum Schutz. Also, sorry, aber ich habe Sommer nicht geholt. Er kommt selber raus und baut dann Scheiße. Das ist echt ärgerlich. Aber egal, wir haben noch genügend Zeit zum Ausgleich. Oh, ich dachte jetzt schon, er macht das Ding hier. Das wäre es gewesen. Verunglückte Schusstäuschung. Aber es war ein krasser Abschluss trotzdem. Man muss immer ein bisschen bessere Pässe spielen, habe ich das Gefühl. Hatte ich schon auf Passen gedrückt, aber hat nicht gereicht. Okay, komm, ein bisschen straffen jetzt hier. Ich muss schneller spielen. Ich mache zu langsam in meinem Aufbauspiel teilweise. Ich meine, immer zu schnell geht auch nicht. Ja, immer schnell geht auch nicht, aber ich mache jetzt definitiv teilweise zu langsam. In den Lauf geschickt, da macht's nicht. Ganz eklige Aufstellung. In den Rücken der Abwehr.
Hat leider nicht gereicht. Taktisches. War eigentlich auch gelb. Nur ganz ruhig bleiben. Oh, fick dich aus der Drehung oder was? Wir haben immer noch genügend Zeit, aber ich werde jetzt die Formation wechseln, die funktioniert gerade nicht. Trotzdem, geiles Lackertor, ey. Erst so ein scheiß Lackerding aus dem scheiß Freistoß, weil logisch, das Ding macht er auch nicht jeden Tag und jetzt macht es so noch eins. Das kotzt einen dann an, wenn halt einfach mehrere solche Sonntagsschüsse aufeinander quasi kommen, weil jetzt liegt man halt 2-0 hinten. Normalerweise gehen die Schüsse halt daneben oder das Sommer kommt draußen halt den Ball. Also das ist halt Schwachsinn. Aber egal, wir machen das schon. Ich überlege gerade, ob ich... Nee, Reus hat den besseren Pass. Ich habe gerade überlegt, ob ich Reus in den Sturm stelle. Das macht keinen Sinn. So, 2-0. Wir haben nicht... Es ist nicht... Ich glaube, wir haben schon mindestens zweimal ein 2-0 aufgeholt, bzw. gedreht. Das machen wir jetzt auch wieder. Ist denn das gerade hier? Komplett aufgestützt, der Vidal, also durch gepfiffen. Scheiße! Aber es funktioniert viel besser, die Formation, das merkt man schon. Faul eigentlich. Krass rausgefischt von Begovic. So wie da, hätten wir auch mal ein geiles Tor wieder. Bitte. Schön gemacht von Piszczek. Wieder krasse Parade von Begovic. Gegner kommt gar nicht mehr raus. Eigentlich ein Foul. Fuck, ist aber wieder gepfiffen. Aber egal. Wenn wir so weiterspielen, dann können wir hier noch zwei Tore machen. Wir haben den einfach komplett eingekesselt gehabt. Er kam gar nicht mehr raus. Leider sind unsere Sonntagsschüsse nicht rein. Wir könnten auch schon 2-2 gespielt haben. Aber egal, so weiterspielen, dann machen wir noch zwei Tore. Und das weiß der auch, hat Angst.
Piszczek genau richtig gestanden. Toll, hätte fast wieder so einen Sonntagsschuss reingemacht. Also Glück diesmal nur Alu. Schönes Ding auf Dembele. Und mal wieder in die Arme des Torhüters. Schön gemacht von Hummels. Ball sollte natürlich auch direkt auf Vidal gehen. Ja, das ist das einzige Problem. Wir können ausgekontert werden, wenn es blöd läuft. Aber es läuft nicht blöd. Glückwunsch. Glück gehabt. Jetzt haben wir halt die Druckphase leider nicht mehr so wie am Anfang. Am Ende der zweiten Hälfte, besser gesagt. Was für ein schwacher Schuss, ey. Hätte ich wahrscheinlich aber auch mehr versuchen sollen rauszuspielen. Es war keine gute Situation für Distanzschuss. Steht er leider gut. Fuck, warum kommen wir denn jetzt nicht mehr so vor seinen Strafraum wie in der ersten Hälfte am Ende? Oh, meine Fresse! Machen die mal ein! Hummels jetzt bitte! Scheiße, wie lange lässt er den Vorteil laufen, ey? Also, wenn ich hier verlieren sollte, ich habe echt alles gegeben, ich habe gute Halbchancen rausgespielt, klar. Wir wären halt hundertprozentige lieber gewesen, aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass der Gegner hat ein schwaches Team und er spielt gut. Das habe ich mir schon gedacht. Der spielt nicht schlecht, aber ich spiele mir halt echt. Der hat zwei Sonntagsschüsse abgegeben und macht beide rein. So. Und meine gehen halt alle nicht rein, obwohl meine sogar teilweise aus einer besseren Position geschossen werden. Wahrscheinlich sogar noch von Leuten, die besseren Schuss haben. Also was soll ich machen? Von daher, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wir haben noch Zeit, ich versuch's weiterhin. Und wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Wie gesagt, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich ziehe jetzt bis zum Ende durch. Und wenn es nicht klappt, dann ist einfach mal wieder unglücklich, aber dann ist es halt so. Dürfen halt einfach diese Sonntagsschüsse nicht reingehen und dann ist es hier ein schönes Spiel. Wahrscheinlich auch eins, wo ich halt einfach dominiere. Ja, das war ein zu schneller, dummer Einwurf, das ist mein Fehler. Natürlich soll er da nicht hin. Geil, dass es kein Foul ist. Ich muss heute anständig zu Ende spielen, dass ich wenigstens noch theoretisch die Torschance bekomme.
hab's wechseln vergessen, verdammt. Ich war einfach zu fokussiert. Das ist eigentlich fast schon wieder ein gutes Zeichen. Ich wollte natürlich nicht auf ihn passen, sondern auf Reus. Das wird halt nicht mehr reichen. 5 Minuten, das wird schwer. Aber das war halt ein schön rausgespieltes Tor, ne? Nicht so ein Lackerscheiß wie vom Gegner. War wieder eine Vorlage von Mali übrigens. Ihr beschissenen Vollidioten. Habt ihr das gesehen? Halt's Maul. Ja, jetzt war's, das war's. Und warum war's das? Weil der. Ach, ist das egal. Ich hab's gesagt, ich spiele bis zum Ende. Ich spiele bis zum Ende durch. Und wenn ich verliere, wie es jetzt wahrscheinlich kommt, weil ich glaube, ich bekomme keinen Angriff mehr. Scheiße! Lass mich doch wenigstens noch den Angriff machen, ey. Ist es also auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht verdient. Er macht halt zwei beschissene Sonntagsschüsse, die gehen rein. Hat natürlich auch besten Mann, klar. Egal, wie gesagt, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe gut gespielt. Bis zum Ende alles versucht und es hat halt nicht sein sollen. Von daher scheiß drauf. So, ich habe mich wieder beruhigt. Nächstes Spiel. Sommer bekommt. Ja, Sommer hat einen Fehler bisher gemacht. Er ist einmal falsch rausgelaufen. Aber Fährmann hat auch schon zwei Fehler gemacht. Er hat zwar auch deutlich mehr Spieler gemacht als Sommer, aber die waren auch eher am Anfang bei Fährmann. Oder war das der normale Fährmann? Das kann auch sein, dass der normale Fährmann war, ich weiß gar nicht mehr. Den hatte ich ja auch ziemlich lange. Ja, klar, ich war glaube ich der normale Fährmann und ich hatte dann spekuliert, ob ich mir den. Ja, ich behalte den jetzt eh. Ich habe dann spekuliert, ob ich mir den Leno deswegen kaufe, wegen den Fehlern, hab's dann sein lassen. So, dann wollen wir mal. Also, wie gesagt, ich nehme das Spiel positiv mit. Ich habe bis zum Ende Moral bewiesen. Und es lief halt viel gegen mich, würde ich sagen. Passiert, scheiß drauf, nächstes Spiel. Und hier jetzt auch wieder versuchen. Was ist denn los? Es ist schon wieder ein ziemlich schwaches Team. Das ist ja krass. 80er Stürmer, 77er linker Flügel. Hä? Also ich meine, gerne, gerne, aber dann kann ich wenigstens über individuelle Klasse versuchen zu gewinnen, aber. Mal gucken, ob der jetzt gut spielt. Ich gehe halt davon aus, dass er wird halt nicht schlecht spielen, meiner Meinung nach. Das wäre zumindest sehr merkwürdig. Schade, abgefälscht. Also ich glaube, das kann man nicht gewinnen. Ich habe noch nie gesehen, dass da der Torhüter einen Fehler macht oder der Spieler das gewinnt. Glaube ich zumindest. Schön mit Emre Can abgefangen, aber das war ich selber, das hat nicht Ärger gemacht. Also es war jetzt nicht CPU oder so, dass ich sage, oh, das war geil. Ja, da habe ich halt gedacht. Er kommt nicht zum Schießen, danach ist aber meiner Meinung nach auch Elfmeter. Ich habe halt gerade gedacht, das wird jetzt eine geile Flanke auf Benteke, aber es hat nicht geklappt. Oh, was für ein kranker Pass!
Was für ein kranker Pass, Freunde. Der war unglaublich krank, der Pass. Dass der angekommen ist, eieiei. So, jetzt versuchen wir mal auf Benteke zu flanken. War gar nicht so schlecht, die Flanke. Also wenn ich ganz ehrlich bin, bisher Spieler geht noch nicht so gut. Ich hoffe mal, es bleibt so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er sich wirklich gut spielt, ja? Oder dass das schlechte Team halt ausgeglichen wird von seinem hervorragenden krasse Parade von Diego Alves. Habt ihr das gesehen? War auch ein verrückter Kopfball, aber war auch eine krasse Parade. Ich habe dieses Gefühl, dass er wirklich das ausgleicht, die spielerischen Schwächen seiner Spieler mit eigenem Können. Scheiße, da hätte ich straffer aufziehen müssen, war mein Fehler. Da hat er wieder abgefälscht. Emre Can, das war gerade seine Pace, die uns da den Ball geholt hat. Schade. Das glaube ich auch Emre Can und wir haben den Ball nicht. Aspili, ja, also ich muss es leider wiederholen, der Gegner spielt bisher nicht gut. Schwacher Pass von Arnautovic, aber hätte ich glaube ich auch nicht in den Lauf spielen dürfen. Das war mein Fehler. Kann man aber trotzdem anders spielen natürlich. Gut gemacht von Infom Reed. Das war auf jeden Fall gerade in individuelle Klasse. Scheiße, hätte ich mir den Ball nicht vorlegen dürfen, aber Mané holt ihn sich fast wieder. Er wollte dann auch nochmal ganz genau machen und sich eine ganz, ganz feine Situation rausspielen und die kriegt er dann halt nicht mehr hin, glücklicherweise. Da hätte er eher schießen müssen, definitiv. Wir müssen es aber mal langsam ausspielen, dieses nicht so gute vom Gegner. Ich hatte einfach keine Anspielstation mehr. Dann irgendwas probiert, was halt dumm war. Immerhin die Ecke. Komm, Benteke. Lange keinen mehr mit dem Kopf gemacht. Nach einer Flanke. Immer wenn ich das sage, macht er einen. Und diesmal halt fast. Er hat einen ans Alu gesetzt. Schade. Oh, zum Glück kein Eigentor. Fuck, also ab und zu hat er mal einen gefährlichen Angriff, wie man sieht. Das gefällt mir nicht. Der erste Pass kam halt zu spät. Das ist ein schwerer Winkel, nehme ich ihm nicht übel, dass er den nicht macht.
Aber trotzdem eine gute Chance. Gefährliche Grätsche, wenn die misslingt, dann kriegen wir hier noch. Was? Danke für diesen Fehler nach meinem Fehler. Ja, also der Schatten nervt, aber Gegner spielt nicht gut, hat kein gutes Team. Wir sind auch der bessere Spieler, aber er hat immer mal einen gefährlichen Angriff nach vorne und es fehlt einfach bei uns das Tor, logischerweise. Und wenn es so weitergeht, kann der auch wieder ein Tor machen und gewinnt das Ding. Das will ich nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt konzentrieren. Ziehen. Und hier noch mindestens eins machen. Logischerweise. Zu spät der Pass, aber ist okay. Er läuft nicht entgegen. Guter Pass. Eigentlich gut gemacht von Smalling, dann weiß ich nicht, was das am Ende ist. Es gibt eine geschenkte Ecke. Was zum Glück Ball. Aber das kann da anscheinend so ein bisschen rumalbern, wenn er eine Ecke ausführt. So, Bentegel, jetzt hast du das eine Mal Alu gemacht, jetzt machst du es bitte rein. Okay. Schön gemacht von Emre Can. Scheiße, ich dachte, ich komme noch mal durch. Fuck. Jetzt steht er leider besser als vorhin. Ich finde zwar immer noch, dass er nicht wirklich gut spielt, aber ist immer im Vergleich zu den anderen gesehen. Ich wechsle mal, ich meine, es steht 0-0, was soll ich machen? Scheiße! Oh, wenn ich da geschossen hätte, aber ich dachte halt nicht, dass ich so frei durch bin.
Das war mein Fehler. Wenn wir den durchlaufen lassen. Jungs, Jungs! Hätte er seinen Wert nochmal unter Beweis stellen können, noch schauen. Sehr gut. Oh Mann! Ja, den Ball haben wir zweimal, gut. Das habe ich gemeint, das habe ich gemeint. De Bruyne schon wieder die Riesenchance und er macht sie nicht. Was? Was? Wieso? Boah, noch eine schöne Druckphase, die wir jetzt hier am Ende haben und es bringt nichts. Ja, dabei sollte auch nicht dahin, der Erste. Oh, ich hatte eher auf Passen gedrückt, Mäusels. Das war's. Schon wieder Verlängerung. Oh, muss denn das sein gegen so einen Gegner? Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Da muss ich so viele Spiele noch machen. Kein einziger Abbruch. Eine Menge Verlängerungen. Komm schon. Echt gute Phase jetzt gehabt, gute Chancen gehabt und De Bruyne wieder, oh, er macht die nicht rein. Meiner Meinung nach halt nicht so schwer gewesen, die Chance. Er macht das Ding einfach nicht rein, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, er hat auch nur einen guten Abschluss. Hier werde ich vom Gegner behindert. Oh, wieder macht er ihn nicht. Fuck. So, jetzt mach wenigstens die Vorlage. Komm schon, Benteke, bitte, du musst mir helfen. Okay, dann jetzt bitte. Komm schon, Benteke, bitte. Helf mir, ich brauche ein Kopfballtor, bitte. Hast doch lange keins mehr gemacht. Da ist gar niemand. Oh, leeres Tor. Ribéry, wer sonst? Ribéry, wer sonst? Leere Tor, sehr gut.
Oh, der war natürlich total läppisch geschossen. Wenn der Torwart da steht, ist das Ding halt nicht drin, ne? Aber egal. Sehr schön. Oh, Thiago Alves war halt nicht mehr da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das Ding jetzt runterarbeiten. Mach's gut. Kommt natürlich wieder nicht zum Schuss. Aber halt schon nah am Tor dran, ich kann es nachvollziehen. Habe ich auch jetzt gedacht, es würde was werden für Benteke, aber ich mich geirrt, das hat er gut gemacht, leider. Okay, erste Halbzeit vorbei. Komm, jetzt zweite noch durchstehen. Verdienter Sieg wäre das. Bin ich mal gespannt, ob er nochmal wechselt. Nee. Das macht halt so einen Unterschied. Man merkt einfach, wie Müller dem davon rennt, die Ribéry dem davon rennt. Das ist halt schon auffällig. Schön den Körper reingestellt von De Bruyne, aber scheint ein Foul gewesen zu sein. Zum Glück. Aber wir hatten auch mehrere solche Situationen, die halt nicht funktioniert haben. Von daher, wie gesagt, ausgleichende Gerechtigkeit. So, jetzt können wir auch auf Zeitspiel gehen. Vielleicht bietet sich noch mal die Möglichkeit. Ist halt auch nicht komplett offen oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier das Gefühl habe, ich kann mir jetzt erstmal easy durchkombinieren, dann gibt es ein Tor. Jetzt hat er nochmal die Chance, aber es dürfte ja. Ist ja trotzdem verdient, ne? So. Ribéry einwechselt der Beste, aber gut, hat auch das Tor gemacht. Vorlagen. Gab es keine, okay. So, wenn ich jetzt noch eine Aufnahme mache, dann habe ich meine 10 zusammen. Ich überlege halt gerade, ob ich noch eine mache. 8 Siege, naja, besser als nichts. Komm, also eine, glaube ich, mache ich noch. Ich glaube, eine mache ich noch, aber das ist dann die letzte. In diesem Sinne, like, also für Samstag natürlich, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.